Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zur häuslichen Lernzeit und Chemie mit Herrn Oelsner. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch nochmal eine Aufgabe. Es ist quasi eine einfache Aufgabe aus der Praxis. Genau, und dann schauen wir uns doch erstmal die Protokollvorlage an, denn hier steht auch die Aufgabe drauf. Also, der Herr Oelsner hat 5 farblose Flüssigkeiten, nämlich destilliertes Wasser, Kochsalzlösung, Natriumhydroxidlösung, verdünnte Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure. Und die habe ich in 5 Bechergläser gefüllt. Und leider vergessen, die Gläser zu beschriften. Und damit ich die Lösung nicht nochmal neu herstellen und abfüllen muss und sie auch nicht wegwerfen muss, brauche ich ganz dringend eure Hilfe. Ja, helft mir bitte, die 5 Lösungen zu unterscheiden. Und als Nachweismittel stehen euch Universalindikator, Silbernitratlösung und Bariumchloridlösung zur Verfügung. Also, was erwarte ich? Ich erwarte von euch, dass ihr nächste Stunde das Protokoll ausgedruckt mitbringt, dass ihr euch das Video anguckt und Geräte, Chemikalien, Durchführung und mindestens die Beobachtung in die Tabelle schreibt. Ja? Die Tabelle ist also wie folgt aufgeteilt. Ich mache dann das Experiment und ihr schreibt hier dann die Beobachtung rein. Und hier in die zweite Spalte jeweils kommen die nachgewiesenen Teilchen. Ja, wir haben ja schon gelernt, durch Unitest können wir verschiedene Teilchen nachweisen. In dem Falle sind es Ionen. Und mit Silbernitrat können wir was nachweisen und auch mit Bariumchlorid. Und genau darum geht es dann. Und zum guter Letzt wollen wir natürlich herausfinden, welche Lösung sich in welchem Becherglas befindet. Das lässt sich dann quasi aus den einzelnen Spalten zusammenpuzzeln. Gut. Als erstes möchte ich euch eine kleine Vorbetrachtung geben. Dazu habe ich jetzt das Blatt mal umgedreht. So. Genau. Also, wir machen eine kleine Vorüberlegung. Und die beginnt, indem wir uns erstmal die ganzen Formeln der zu untersuchenden Stoffe aufschreiben. Das heißt, wir schauen jetzt hier, wir brauchen die Formel von Wasser, Kochsalz, Natriumhydroxid, Salzsäure und Schwefelsäure. Also bitte das Video pausieren und nehmt euch die Zeit, diese 5 Stoffe aufzuschreiben. Gut, ich hoffe, ihr habt es soweit. Also Wasser ist H2O. Kochsalz kennen wir unter Natriumchlorid, NaCl, Natriumhydroxid für ja genau, Salzsäure und Schwefelsäure. So, und dann haben wir die uns zur Verfügung stehenden Nachweismittel. Mit Bleistift werde ich Unitest kennzeichnen. Mit Blau Füller werde ich Silbernitratlösung kennzeichnen. Und mit Rot werde ich Bariumchloridlösung kennzeichnen. So. Entsprechend eurer Tabelle wisst ihr ja, mit Hilfe von Universalindikator können wir Wasserstoffionen und Hydroxidionen nachweisen. Und jetzt schauen wir uns die Formeln hier an und überlegen mal, bei welchem Stoff wir überhaupt mit Unitest eine und welche
Beobachtung wir da erwarten. So, also ich denke, das sollte jedem klar sein. Also die Hydroxidionen. So, jetzt ist mir erstmal die Mine aus dem Druckbleistift rausgeflogen. Jetzt hier erwarten wir höchstwahrscheinlich eine Blaufärbung. Ja. Und dann haben wir hier noch die zwei Säuren. Hier erwarten wir eine Rotfärbung. Gut. Und auch hier sind zwar jetzt keine Teilchen drin, aber wir wissen ja, wir erwarten hier höchstwahrscheinlich mit Unitest eine Grünfärbung. Und jetzt muss ich euch aber noch ein Geheimnis verraten, gerade bei destilliertem Wasser, aber auch hier werdet ihr das sehen. Das Wasser selbst ist grün, aber das Problem ist, wir haben in der Luft immer noch Kohlenstoffdioxid drin. Ja, ein Nichtmetalloxid. Und das reagiert ganz langsam mit dem Wasser und es entsteht Kohlensäure und deswegen werden wir hier eher eine Gelbfärbung sehen. Ja, und hier genauso. Okay. So. Mit Hilfe von Silbernitrat können wir Chloridionen nachweisen. Jetzt schauen wir uns die Formeln an. Enthält Wasser Chloridionen? Nein. Natriumchlorid? Ja. Nein. Ja. Nein. Das heißt, bei diesen zwei Lösungen erwarten wir mit Silbernitrat einen weißen Niederschlag. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Sulfationen an, die wir mit Hilfe von Bariumchloridlösung nachweisen. Nein, 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 ja. So. Das war unsere Vorbetrachtung. Also, jetzt geht's los. Ich führe jetzt das Experiment durch und ihr tragt währenddessen Geräte, Chemikalien, Durchführung und die Beobachtungen da ein. Und wenn ihr dann mit dem fertig seid, probiert ihr euch an der Auswertung. Wir werden das dann nächste Stunde auswerten, gemeinsam. Das heißt, grämt euch nicht, wenn ihr es vielleicht nicht beim ersten Mal rausbekommt. Ich wünsche euch erstmal viel Glück. Gut, dann lasst uns starten. Als erstes in der Durchführung war gesagt, dass wir die Proben teilen. Das heißt, ich entnehme jetzt aus jedem Becherglas eine Probe. Und als erstes werde ich mit Hilfe von Universalindikator überprüfen und ihr schreibt die Beobachtungen mit. So, ich denke, das ist eindeutig. Gut. Und als zweites nehme ich Silbernitrat und wir schauen mal, was passiert. In der Regel reichen bei Silbernitrat wenige Tropfen. Reagenzglas 1, 2, 3, 4, 5. So. Und wir sehen zweimal einen weißen Niederschlag. Ist das nicht wunderbar? Das hier, das müssen wir mal ignorieren. Ihr habt ja gesehen, dass das mit Unitest blau geworden ist. Ich gehe davon aus, dass sich das
an der Stelle eindeutig identifizieren lässt. Also brauchen wir über diesen braunen Niederschlag gar nicht nachzudenken. Gut, und die letzte Reihe. Und in einem dritten Schritt gebe ich nun Bariumchloridlösung hinzu. So. Und ich denke, auch hier sind die Beobachtungen eindeutig.